Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 14 Filmfehler, die du nicht bemerkt hast. Ja, wir alle kennen sie, die Hollywood-Klassiker. Sie wirken ja tatsächlich ziemlich perfekt, doch meistens sind sie es nicht genau. Denn in einigen Fällen treten dann doch kleine Fehler auf, die wir in diesem Video zusammengetragen haben. Also freut euch drauf, die 14 besten Filmfehler, die ihr übersehen habt. Fehler Nummer 1. In Charlie und die Schokoladenfabrik ist Opa Joe seit 20 Jahren bettlägerig. Aber er schafft es irgendwie, wegzugehen und Charlie einen Schokoladenriegel zum Geburtstag zu kaufen, ohne dass jemand etwas merkt. Schon ziemlich seltsam. Fehler Nummer 2. In Avatar, Aufbruch nach Pandora, sollen die Navi 10 Meter groß sein, aber am Ende des Films passt Jakes Hand perfekt, als er Neytiris Gesicht umfasst, das eigentlich viel größer sein sollte. Fakt Nummer 3. In Charlie und die Schokoladenfabrik schlägt der Süßigkeitenverkäufer versehentlich einem kleinen Mädchen ins Gesicht, als er die Ladentheke hochhebt. Auch das ein ziemlich lustiger Filmfehler. Fakt Nummer 4. In Das fünfte Element, direkt bevor Lilo entkommt, kann man deutlich die Umrisse sehen, wo sie mit der Faust durchschlagen wird. Auch das ist mir vorher nie aufgefallen. Fakt Nummer 5. In Twister durchbrechen Trümmer die Windschutzscheibe des Autos, aber in der nächsten Einstellung ist die Windschutzscheibe komischerweise schon wieder repariert. Fehler Nummer 16. In Der Zauberer von Oz will Dorothy gerade mit dem Zauberer verschwinden, aber Toto läuft weg. Sie läuft hinterher und bittet den Zauberer zu bleiben. Man kann sehen, wie der Blechmann seinen Ballon losbindet und dann überrascht tut, als dieser sich in die Lüfte erhebt. Filmfehler Nummer 7. Auch dieser ist mir vorher nicht aufgefallen. In Die Eiskönigin, völlig unverfroren, geht Elsas Haar direkt durch ihre Schulter, als sie Let It Go singt. Fehler Nummer 8. In Eine wie keine bekommt Taylor ein Herztattoo auf die linke Schulter. Aber später, beim Ball, ist ihre Tätowierung unerklärlicherweise verschwunden. Fehler Nummer 9. In Ungeküsst malen Josie und ihre Freunde ein riesiges Plakat mit der Zahl Pi drauf, aber sie benennen Pi falsch. Die Zahl lautet wirklich 3,14159 und nicht 14578. Fehler Nummer 20. In Natürlich Blond geht Elle in den Aufzug, aber Vivian folgt ihr, um ihn aufzuhalten. Jedoch kann man wegen Vivians Spiegelbild sehen, dass sie die ganze Zeit dort auf ihr Stichwort gewartet hat. Auch das ziemlich lustig. Fehler Nummer 11. In Braveheart kann man bei einer der Schlachtszenen, die im späten 13. Jahrhundert stattfinden soll, einen großen Lieferwagen im Hintergrund erkennen. Auch das wäre ziemlich ungewöhnlich. Fehler Nummer 22. In Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, wird Frodo in Kankras Netz gefangen. Sam findet ihn und glaubt, dass er tot ist. Doch während der Szene wechseln Frodos Augen von offen zu geschlossen und wieder zu offen. Auch das ziemlich ungewöhnlich. Filmfehler Nummer 13. In Ocean's 11 isst Brad Pitt seinen Krabbencocktail zuerst aus einem Glas, dann von einem Teller und dann wieder aus einem Glas. Auch das sehr, sehr lustig, vor allem wenn man die Bilder hintereinander sieht. Kommen wir nun zum letzten Fakt, Fakt Nummer 14. Und natürlich haben sie auch im American Sniper ein richtiges Baby durch eine Puppe ersetzt. Man kann sogar sehen, wie Bradley Cooper die Hand der Puppe mit seinen Fingern bewegt, um sie echter wirken zu lassen. Auch das wirkt während des Films relativ komisch und sieht wirklich zum Schießen aus. Ja, das waren sie schon, die 14 Filmfehler, die ihr wahrscheinlich übersehen habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, falls ihr noch weitere Videovorschläge habt oder vielleicht noch Filmfehler, die wir noch nicht entdeckt haben. Dann werden wir sie vielleicht in einem neuen Video einbauen.
Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.